Rach, wir sind jetzt seit über einem Jahr zusammen und ich finde, es wird Zeit, dass die Leute meine schöne Freundin kennenlernen. Was hältst du von einem Abenteuer weiter östlich? Meinst du Queens? Singapur, Collins Hochzeit. Willst du nicht meine Familie kennenlernen? Ich weiß kaum was über sie. Wenn ich sie erwähne, wechselt er das Thema. Vielleicht sind seine Eltern sehr arm und er muss ihnen Geld schicken. Wir übernehmen ihr Gepäck und checken sie in der ersten Klasse ein. Nick, wir können uns das nicht leisten. Deine Familie ist also reich? Wir sind wohlhabend. Das ist genau das, was ein Superreicher sagen würde. 1,2 Millionen. Was? Du datest Nick Young? Ja, sagt euch der Name etwa was? Allerdings. Das sind die größten Bauunternehmer von Singapur. Verdammt, Rachel, das ist voll der asiatische Bachelor. Die Leute sind nicht nur reich, sie sind irre reich. Du hättest mir sagen sollen, dass du der Prinz William von Asien bist. Das ist lächerlich. Ich bin viel eher Harry. Mom, das ist Rachel Chu. Für sie bist du nur eine unkultivierte Banane. Nein, 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 das ist für deine Finger. Gelb von außen, weiß von innen. Ich habe mich für die Familie entschieden. Für mich war das ein Privileg, aber Sie werden das vielleicht für altmodisch halten. Wollen Sie nicht, dass Nick glücklich ist? Sie sind nicht das, was Nick braucht. Sie will mit mir auf Kollisionskurs gehen, weil sie denkt, ich würde im letzten Moment ausweichen. Aber du darfst nicht ausweichen. Du fährst auf sie zu und rufst... Verpiss dich, Bitch. Okay, vielleicht etwas weniger aggressiv. Ich habe ein Mädchen kennengelernt, mich verliebt und will sie heiraten. Du bist Nicholas Young. Du bist unantastbar. Aber Rachel ist es nicht. Hast du Rachel auf die Wölfe vorbereitet? You know I'm back, like I never left. Ich bewundere dich. Echt mutig, hierher zu kommen und sich Nicks Familie zu stellen. Another day, another breath. Eins weiß ich jedenfalls. Sie werden niemals gut genug sein. Es wird langsam Zeit, dass jemand Tante Eleanor die Stirn bietet. Du, nicht ich. Oh mein Gott, wenn sie wüsste, dass ich hier war. Seit ich denken kann, ist meine Familie alles für mich. Rachel! Rachel! Wenn Nick sich für mich entscheidet, verliert er seine Familie. Und wenn er sich für seine Familie entscheidet... Wirft er Ihnen das vielleicht für den Rest seines Lebens vor? Du bist fies, du bist fieser, du bist am fiesesten.